Auftritt! Das ist Theater und es sind viele Formen vom Theater. Es ist auf der einen Seite, es ist Tanz, es ist eine Art von verrückter Tanzform. Es ist jetzt nicht eine klassische Tanzsprache, die wir sonst wie kennen. Es sind Grotesktänze, es sind Dada-Tänze, könnte man sagen. Es gibt Oratorien, es wird hier Text zelebriert. Es ist Zirkus, es sind Deliriumsdialoge. Also es ist eine ganz große Mischung. Und diese wilde Mischung macht eigentlich dieses Bouquet aus, das wir hier für Arthur stecken. War ein Mensch, der die Grenzen erkundete, die Grenzen des Lebens und der Kunst, insbesondere des Theaters. Er war Theaterregisseur, Theaterschauspieler, Dichter, Maler, Zeichner, Theatertheoretiker, einer der wichtigsten Theateravantgardisten des 20. Jahrhunderts. Das Gespenstische durchzieht Arthurs Werk von A bis Z, könnte man sagen. In den surrealistischen Texten, die im Zentrum stehen dieses Projektes, findet eine eigentliche Geistervertreibung statt. Dieses Projekt versucht unter anderem in der Skurrilität eben diesen schneidenden Witz der Existenz herauszufischen. Die Bewegungen sind rein aus der Sprache entstanden, aus der Arbeit mit der Sprache, aus dem Finden von Sprache und Text. Daraus sind Bewegungen entstanden. Und alles, was man so am Bewegungsmaterial sieht, sind kurze Verzweiflungsakte. Zwischen kurzzeitiger absoluter Erhellung und der Vernichtung. Ja? Und dazwischen liegen diese Körperwelten. Und natürlich muss man sich in einen bestimmten Zustand bringen. Und hier in diesem Stück ist der Zuschauer Teil der Entwicklung, wie man sich in diese Hitze hineintreibt. Und das ist erstmal keine Trance, sondern es ist einfach ein ständiges Überhitzen von etwas. Dieses Projekt, ein Ausbildungsprojekt zum Schluss dieser Zeit, dieser Ausbildungszeit, hat eigentlich zum Ziel, dass Sie Theaterformen kennenlernen, die nicht unbedingt den üblichen Theaterformen entsprechen. Es ist ein völlig anderes Verfahren, wie man hier spielt. Und das ist, glaube ich, das Interessante auf der einen Seite und das auf der anderen Seite auch etwas, das so eine gewisse Frage aufbringt bei den Studenten, nämlich die Frage, was bedeutet das eigentlich, was wir hier machen?